Nicht ich gerne kreuzigen. Braun, kann ich, muss ich mit Anmeldung machen. Ich bin gläubiger Christ und Bantu. Und leider hat die Menschheit aus der Vergangenheit nichts gelernt. Es kam doch ein Messias, der Liebe predigen wollte, der durch Vorurteile und Sachen, die er nie gesagt hat, gekreuzigt wurde. Und danach war das Geheule groß. Und leider Gottes haben die Menschen bis heute nichts daraus gelernt. Ich möchte erstmal einige Vorurteile aus dem Weg räumen. Einigen werden sich vielleicht wundern, warum ich so gut Deutsch spreche. Ja, weil ich mich angestrengt habe. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich bin kein AfD-Mitglied, was auch viele Vorurteile behaupten. Das ist für mich wichtig, das auszusprechen. Weil es gibt ja so Menschen, die Vorurteile behaftet sind, die dann, wenn die ein People of Color, wie das ja mittlerweile politisch korrekt nennen soll, ich finde es beschissen, aber egal. Ich nenne mich lieber Afrikaner oder Dunkelhäutiger. Er sagt, ich bin kein Afrikaner, dann komme ich aus dem Mond, auch in Ordnung. Warum sage ich das? Ich bin hier, um zu versuchen, mit meiner Wenigkeit und meinen Möglichkeiten als Aktivist und Influencer die Bogen zu glätten. Okay? Ich möchte euch erstmal etwas zeigen, bevor ich weitermache. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Es gibt Menschen, die sind damit geboren. Es gibt Menschen, die mussten alles daran tun, um es überhaupt zu bekommen. Um in diesem Land arbeiten zu dürfen. Um in diesem Land studieren zu dürfen. Um in diesem Land eine Ausbildung machen zu dürfen. Und in diesem Land wählen zu dürfen. Das kennt ihr alle. Das ist mein Personalausweis. Jetzt werden die alle denken, was will der sogenannte schwarze Nazi uns denn damit sagen? Also ich wüsste nicht, dass es im Zeit von Nationalsozialismus schwarze Aktivisten gab, aber egal. Was möchte ich euch damit sagen? Diejenigen von euch, die als Deutsche geboren wurden, mussten sich nie beweisen, um dazu zu gehören. Was bedeutet das? Es gibt erstmal eine Art Duldung, und dann einen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Und wenn du dann alles richtig gemacht hast, weder kriminell geworden bist oder die Regeln dieses Landes, des Gastlandes gebrochen hast, dann konntest du nach 5, 6, 7 Jahren einen Antrag auf die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Und genau das habe ich getan. Aber eine Sache, die ich weiß, die viele Deutsche nicht wissen, es gibt so eine Art, wie nennt man das, Einbürgerungsfeier. Also erstmal musst du einen Antrag stellen, du musst ein bisschen was dafür bezahlen und dann bekommst du gesagt, ja Herr Menger, es kann funktionieren oder nein Herr Menger, weil sie haben sich da und da strafbar gemacht und so weiter. Ich bekam eine positive Nachricht. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Ich musste ein Eid schwören, bevor ich die deutsche Nationalität bekommen habe. Und dieser Eid sagte aus, dass ich schwöre, alles Negative von Deutschland abzuwenden. Bravo. Versteht ihr, was das bedeutet? Alles Negative von Deutschland abzuwenden. Also habe ich meinen Pass bekommen. Aber eine noch viel wichtigere Sache, und dann komme ich zum Thema. Gleich werden wir ein bisschen schwitzen. Weil ich bin gut drauf heute. Ich habe, nachdem ich meinen Pass bekommen habe und geschworen habe, habe ich die deutsche Verfassung, akzeptiert. Und das hat jeder von euch hier, auch die, die schreien Nazis raus. Diese Verfassung wurde warum ins Leben gerufen? Damit jeder weiß, wie die Bundesregierung oder unsere politischen Vertreter und auch die Bevölkerung möchte, dass Deutschland funktioniert. Man kann sich also auch verfassungswidrig verhalten. Dann kommt der Verfassungsschutz, der ganz klar sagt, diese Verfassung gilt für uns alle.
auch für die Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, die gesagt haben, ich möchte hier gerne ansässig werden. Ich komme aus einem Krisengebiet. Und damit ist nicht nur Afrika gemeint. Da haben wir momentan auch die Ukraine. Wir haben Menschen aus der ganzen Welt, die nach einem besseren Leben auf der Suche sind und nach einem besseren Leben sogar ihr eigenes Leben in Gefahr bringen. Ich habe heute die Meldung gesehen, in Lampedusa sind 1000 Migranten mit dem Boot angekommen. Wer jetzt von mir denkt, ich rufe dann Ausländer raus, der hat irgendwas nicht verstanden, nicht zugehört. Wie sollte ich denn, der selbst als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, anderen Menschen die Chance abstreiten, dieselbe Chancen zu bekommen wie ich? Oh, jetzt seid ihr alle ganz leise. Scheiße, ne? Jetzt seid ihr alle ganz leise. Ja, weil hier sitzt jemanden, der nicht Vorurteile behaftet ist. Und diejenigen, die immer wieder behaupten, ja, aber Herr Menger, wie können Sie denn bei der AfD reden? Sie lassen sich doch ausnutzen. Sie lassen sich doch vom Karren spannen. Sie sind doch der Quoten-Neger. Oh, Entschuldigung, darf man nicht mehr aussprechen. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, Neger kommt von Negro. Negro bedeutet dunkelhäutig. So viel zur Bildung. Was möchte ich euch heute sagen? Nein, hier sitzt kein Schwarzer, der nur tanzen kann, der nur singen kann, der nur schauspielern kann, sondern hier steht ein Gebildeter. Und meine Ausbildung habe ich in Deutschland genossen. Warum? Meine Eltern haben unsere Heimat verlassen, um ihre Kinder eine bessere Chance für die Zukunft zu ermöglichen. Es läuft momentan einiges falsch in Deutschland. Und das will ich ganz klar aussprechen. Wir haben die Polizei hier. Danke, dass ihr da seid. Aber ihr seid doch ein Beweis dafür, dass wir nicht in einer reellen Demokratie leben. Was will ich denn damit sagen? Wenn wir doch alle demokratisch miteinander umgehen würden, einander respektieren würden, dann bräuchte die Polizei nicht hier zu sein. Dann bräuchte die Polizei nicht zwei Lager zu trennen, die andere politische Meinungen haben. Demokratie bedeutet Meinungsfreiheit. Das ist auch in unserer Verfassung. Meinungsfreiheit. Und da will ich euch mal ein ganz krasses Beispiel nennen. Wenn ich in einer Kneipe reinlaufe, die voller Neonazi sein sollte, und die sagen zu mir ganz klar, Herr Menger, falsche Tür, hier sind Sie nicht willkommen, dann werde ich ihn fragen, warum denn nicht? Ja, wir haben eine andere politische Auffassung. Wir möchten Sie hier gar nicht haben. Was würde ein Antidemokrat tun? Scheiß Nazi, raus, verbrennt sie alle, Adolf Hitler wünscht euch wieder zurück und am besten zurückgehen, Stein schmeißen, damit die Polizei dann kommt. Das ist ein undemokratisches Verhalten und unserer Verfassung nicht würdig. Was würde ein Demokrat machen? Ich würde eine Frage stellen, ja, aber gibt es denn eine Möglichkeit, einen Konsens, wo wir miteinander kommunizieren können, damit ich dir mal meine Seite der Story erzählen kann, wie ich sie hingefunden habe. Vielleicht kann ich dich ja davon überzeugen, dass du Vorurteile behaftet bist und falsches Umfeld lebst, welches dir etwas erzählen, was nicht stimmt. Alle Schwarzen wollen nur nach Deutschland rein, sie wollen sich reich machen, sie wollen uns ausbeuten, all unsere Frauen vergewaltigen, wah, wah, wah. Das wäre genauso, ich würde sagen, nach 1945 ist jeder Deutsche ein Nazi, Punkt. Ist das so? Kann auch nicht so sein, sonst würde ich als maximal pigmentierter nicht hier stehen. Okay? Und das ist, was ich damit meine. Der Grund, warum ich hier bin, ist, um eine Brücke zu bauen, Leute. Ich würde dem Neonazi sagen, okay, ich hab's verstanden. Bei dem Blick, ihr seid kurz davor, mich aufzufressen. Gottes Segen, vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal. Und falls du mit mir sprechen möchtest, hier ist meine Nummer, ruf mich an. Das ist Demokratie leben, Leute. Bravo! In diesem Land findet dieses nicht mehr statt. Auch Politiker, die einer anderen Partei zugehören, werden angegriffen. Einige sogar in ihrem Hintergarten ermordet. AfD-Politiker werden angegriffen, blutig geschlagen. Und dann rufen die, wir wollen keinen Faschismus mehr.
Ich glaube, da haben einige Leute die Geschichte nicht verstanden. So hat es angefangen. Nicht einkaufen bei Juden. So hat es angefangen. Siehst du solch eine Nase rumlaufen, den musst du angreifen, den wollen wir nicht haben. Dasselbe macht Deutschland 2023 mit einer von der Verfassung zugelassenen Partei. Und das kann es einfach nicht sein. Und für diejenigen, die meinen, ich wurde hier bezahlt, ja komm, rede mal für uns, damit wir mehr Wählerstimmen bekommen. Leute, wie viele Einwohner hat Deutschland? Jemand, ein Serge Menger, hat die AfD auf über 20% katapultiert? Boah, dann wäre ich ja der neue Messias. Wir müssen einen Weg finden, miteinander zu kommunizieren. Und jetzt komme ich mal zur Flüchtlingspolitik. Natürlich befürworte ich nicht jede Aussage, die die AfD tätigt. Aber wenn ihr mal hört, was der Söder so von sich gibt, und man würde die Augen zumachen, dann würde man sich die Frage stellen, irgendwas passt doch da nicht. Wer spricht denn jetzt gerade aus in der Bundesregierung, wir müssen die Migration kontrollieren? Das sind die regierenden Parteien. Weil die Gesetze machen. Wenn ihr mal aufgepasst habt, die AfD hat doch bisher gar keine Möglichkeit gehabt, Realpolitik zu machen. Wovon redet ihr denn? Alles, was momentan passiert, ist von der Regierung so gewollt. Und wenn die Regierung sagt, wir müssen aufpassen, wir müssen unsere Grenzen schützen, das ist eigentlich dieselbe Aussage, die die AfD auch tätigt. Zur Migration nur so viel. Ihr habt also gehört, ich bin deutscher Staatsbürger, da bin ich stolz drauf. Ich bin aber auch Kongolese. Ich war vor 3 Wochen im Kongo und habe dort eine Schule gebaut. Boah, was ein krasser Nazi. Der baut in Afrika Schulen. Ja, weil was Afrika braucht, ist Bildung. Ich bin dafür, dass die Fluchtursachen der afrikanischen Länder, ich rede über Afrika, weil da kenne ich mich aus. Ich bin dafür, dass die Probleme im Land gelöst werden. Es bringt absolut niemanden im Alter von 16, 17, 18 in einem Schlauchboot zu steigen, sein Leben zu riskieren, um von irgendetwas zu träumen, zu hoffen, was nicht mehr der Realität entspricht. Diese Menschen kommen hier an, müssen erstmal die Sprache lernen, bevor sie eine Ausbildung machen können. Das ist schon mal eine verdammt große Hürde. Denn eine Ausbildung machen bedeutet, ich muss der deutschen Sprache mächtig sein. In Wort und Schrift. Ich muss doch verstehen, was ich lese. Ich schreibe den Menschen nicht ab, dass es auch prozentual einige dabei sind, die es schaffen werden. Ja, natürlich. Aber im Ganzen gesehen werden leider Gottes die meisten scheitern. Nicht, weil die dumm sind oder nicht, weil die nicht wollen. Es gibt auch einige dabei, die wollen es nicht. Dazu komme ich auch noch. Aber weil es einfach eine sehr große Anstrengung fordert. Also, was wird aus diesen Menschen? Das werden die Nächsten sein, die bei McDonald's irgendwelche Hamburger ausgeben. Das werden die Nächsten sein, die den Job machen, worauf ein Großteil der Deutschen keinen Bock hat. Security, sich rumärgern mit irgendwelchen Idioten. Die Regierung macht nichts anderes, als billige Arbeitskräfte nach Deutschland zu locken. Das ist nichts anderes. Und ich sage auch warum. Meint ihr, wenn einer den Weg nach Deutschland findet und einen Job bekommt, bekommt er einen anderen Lohn als ihr Deutsche? Meint ihr, für ihn gilt ein anderer Mindestlohn? Er wird irgendwann mal in der Realität ankommen und feststellen, scheiße, nach ein paar Jahren muss ich meine Miete selbst bezahlen. Von den 1.200, 1.300, die ich bekomme für den Job, den ich mache, falls er Glück hat, kann ich ja nicht mal die Heimat unterstützen. Weil das ist ja der Grund, warum sie hier hinkommen. Sie wollen die Hinterbliebenen in der Heimat unterstützen. Und wenn man sagt, kein Mensch ist illegal, das stimmt. Ist auch kein Mensch illegal. Aber die Regierungen und die Länder haben Gesetze und Grenzen aufgestellt, welches die Illegalität emporruft. Und diese Gesetze sind ja nicht nur negativ. Ich muss doch wissen, wer zu mir kommt. Verdammt nochmal, wer von euch hat den ganzen Tag die Tür auf und sagt, kommt alle rein? Das macht nicht mal der Kongo.
Wir haben sogar im Kongo Flüchtlinge, ja. Haben wir. Wir haben Libanesen, wir haben Pakistani, wir haben Inder, wir haben Ruandesen, wir haben Menschen aus Angola, ja. Nur es gibt einen Unterschied im Kongo. Da gibt es keinen Flüchtlingsbeitrag jeden Monat. Da gibt es kein Recht auf Behausung. Da gibt es kein Recht auf Geld, womit du einkaufen gehen kannst. Ach, scheiße. Ja, und dann? Dementsprechend finden sehr wenige Flüchtlinge den Weg in den Kongo. Ist doch klar. Wir müssen Wahrheit sprechen. Wenn wir sagen, dass seit 2014 eine Schieflage zustande gekommen ist in Deutschland. Ja, das ist nicht die AfD, die das gesagt hat. Es gibt eine Kriminalstatistik. Die könnt ihr lesen. Die Kriminalstatistik macht doch nicht die AfD. Wenn irgendwo eine Zeitung steht, Messerstecherei oder Schlägerei unter Clans wie in meiner Stadt Essen, die 3 Tage gedauert hat, oder die Tumulte in Frankreich, gibt es in Frankreich die AfD? Habt ihr die Bilder nicht gesehen? Wir müssen Freund und Feind benennen. Wenn wir wollen, dass die Demokratie erhalten bleibt und das Zusammenleben untereinander weiter funktionieren soll. Und darum geht es. Und ich habe euch gerade das Angebot gemacht, wenn ihr jemanden kreuzigen wollt, könnt ihr das gerne bei mir tun, weil ich habe ein breites Kreuz. Ich kann jeden von euch, der hier Nazi ruft, verbal Wind aus den Segeln nehmen. Bevor ihr Nazi ruft, dann beschäftigt euch doch mal mit eurer Geschichte. Was bedeutet der Nazi sein? Gibt es überhaupt noch Nazis heute? Nein, die gibt es nicht. Es gibt Neonazis. Es gibt Faschisten. Ja? Faschisten, genau zum Thema Faschisten. Also wenn ich also sage, jetzt aktuell, dass das, was in Israel unter Netanyahu stattfindet, nicht in Ordnung ist, bin ich Faschist. Wenn ich also sage, dass die Aufteilung der Wohngebiete zwischen Israelis und